Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Tipps und Tricks. Hallo Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Guide-Video zu dem neuen Update von Terraria Journey's End 1.4. Und zwar will ich euch zeigen, wie wir dieses Mal ein sehr geniales Item für Magier zusammenbauen können. Und zwar aus dem Sternumhang und der Mana-Blume. Normalerweise war für mich das Nonplusultra der Sternumhang plus die Kreuzheitskette. Das hat nämlich bisher hier den Sternschleier ergeben. Der war ziemlich cool, weil bei eingestecktem Schaden kamen Sterne runter, die Gegner beschädigt haben und man wurde kurze Zeit unverwundbar. Jetzt kann man aber den Sternumhang mit der Mana-Blume verbessern und bekommt dadurch den Mana-Umhang um 8% reduzierte Mana-Kosten. Automatisch wird eine Mana-Potion benutzt, wenn wir quasi keinen Mana mehr haben. Und wenn wir Schaden bekommen, fallen trotzdem Sterne vom Himmel und die stellen sogar Mana wieder her, also ein viel besseres Item. Und wie bauen wir das? Wie gesagt, man nimmt die Mana-Blume und den Sternenumhang und et voilà, da hat man den. Und der wäre sogar was für Nahkämpfer. Gut, das bin ich in diesem Falle nicht, sondern wenn, dann spiele ich auch komplett auf Magie. Das heißt, Abwehr ist sehr viel mehr angebracht, obwohl er allerdings hier vom grünen Wert her eigentlich besser ist. Aber das ist total egal. Jedenfalls für mich als Magier ist das das Nonplusultra-Item. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das weiterhilft und dass ihr wisst, worauf ihr hinarbeiten wollt, wenn ihr eine Magierklasse spielt. Und würde mich freuen, wenn ihr mir für das Video ein paar Däumchen nach oben da lasst und mich abonniert. Bis zum nächsten Guide und danke fürs Zuschauen.